Spitfire Audio hat neben Libraries, die sich auf Instrumente spezialisieren, auch immer wieder den Allrounder Albion fortgeführt. Nach der Runderneuerung von Albion 1, das jetzt Albion 1 heißt, gibt es Albion 5, das an die Grenzen der Stille gehen soll. Anders als bei Albion 2 Lycria gibt es hier aber ein großes Ensemble mit 100 Musikern, 38 Violinen, 12 Celli und 6 Bässe. Die restliche Besetzung bleibt geheim. Spitfire bleibt dem Albion-Konzept treu und erweitert es auch noch. Neben dem Orchester, Brunel Loops, Darwin Percussion und Stevenson Steam Band gibt es jetzt auch das Grid, das schon aus Evo Grid 1 bis 4 bekannt ist. Fangen wir mit dem Orchester an. Wie immer ist die Auswahl sehr übersichtlich, was ich durchaus positiv finde. Ich lade vom Brass mal direkt High und Low rein. Und das Schöne ist, dass wir hier sehen können, dass wir hier nahezu identisch sind. Bis hierhin ist wirklich noch alles gleich. Nur, dass wir am Schluss bei den hohen Bläsern noch Spezialeffekte haben. Bevor ich jetzt weiter rumquassel und noch die Oberfläche erläutere, spiele ich zum Teil die hohen Bläser an und dann die unteren Bläser.
Die Dynamik reagiert wie bei den meisten Libraries auf das Mod-Wheel. Wem der Umfang nicht ausreicht, der kann Expression noch zu Hilfe nehmen. Bei pad-artigen Passagen kann der Ausklang etwas zu kurz sein. Dies kann man mit Release ändern. Zuerst verkürze ich diese. Und jetzt nochmal verlängern. Da passiert jetzt nicht so wirklich viel. Es wäre schön gewesen, wenn hier der Eingriff wesentlich deutlicher zu hören gewesen wäre. Vielleicht wird das ja bei den kurzen Noten etwas deutlicher. Nicht wirklich. Mit Tightness sollen die kurzen Noten etwas genauer gespielt werden, indem vorne das Sample etwas beschnitten wird. Ich habe eine kurze Sequenz eingespielt und diese knallhart auf Viertel quantisiert. Ich denke, das Delay ist ziemlich gut hörbar und jetzt spiele ich mal dabei an Tightness herum. Naja, also wirklich tight ist das nicht. Wenn ich diese kurze Note wirklich auf den Punkt haben möchte, muss ich da per Hand nacheditieren. Auch ein Hall ist wieder mit dabei. Ich habe aber das Gefühl, dass ab der Mittenstellung gar nichts mehr passiert. Das heißt, von hier bis hier scheint es ziemlich trocken zu sein und erst ab hier fängt der Reverb an. Mal ausprobieren. Ich persönlich bevorzuge es, den Hall nicht aus Kontext zu nehmen, denn ich möchte auf den Hall über Send zugreifen und meine eigenen Hallräume nutzen. Und dies kann ich natürlich ganz einfach hier in diesem Editor machen, indem ich auf den Hall gehe und ihn einfach deaktiviere. Da man bei dieser Library sowieso meistens die langen Töne benutzt, kann man Release und Tightness ruhigen Gewissens ignorieren. Bei den Streichern sind die Artikulationen so vielseitig, dass diese auf zwei Patches aufgeteilt werden mussten. Auch hier jeweils auf High und Low. Mal gucken, ob hier Release was bringt, denn ich finde. Dass das Legato doch etwas unflüssig klingt. Ja, so ist es wesentlich besser.
Und hier schalte ich auch mal den Reverb aus. Kommen wir zum zweiten Teil der Strings, nämlich Soft und Wild. Zwei Dinge, die sich eigentlich oft ausschließen und daher besonders interessant sein könnten. Thank you.
Ah, ich glaube, auch hier könnte Release noch etwas deutlicher sein. So geht's. Sehr schön, hier kann ich zwischen Dur und Moll wechseln. Wie man vielleicht bemerkt hat, finde ich die Strings ziemlich inspirierend und bin nun umso mehr gespannt auf die Holzbläser. Thank you.
Mein Eindruck bei den Holzbläsern ist, dass in dem Gegensatz zu den Streichern und Blechbläsern sich einige Artikulationen wirklich sehr stark ähneln. Die Brunel Loops gibt es zwar in jeweils zwei verschiedenen Tempi, diese laufen aber immer synchron zum Host. Bei den Presets fällt auf, dass diese sehr unterschiedlich von der Lautstärke her sind. Das habe ich für diesen Testbericht kompensiert, um böse Überraschungen zu vermeiden. Man kann es aber wunderbar in der Pegelanzeige von Kontakt sehen. Eine Sache, die mir bei den Brunel Loops sehr gut gefällt, ist, dass die Sounds als Achtel und Triolen vorhanden sind. Bei den Stevenson Steamband Patches wurden wie immer die Original-Samples durch den Wolf gedreht.
Beim Grids hat man Zugriff auf 32 Artikulationen. Leider weiß man nicht, welche es sind, da diese nicht beschriftet sind und auch nicht als einzelne Patches hereingeladen werden können, wie bei The Evo Grid 1 bis 4. Hilfreich ist hierbei auch die Zufallsfunktion. Hier handelt es sich nicht um Aufnahmen aus dem Orchesterordner, sondern extra Aufnahmen, bei denen auch Gitarren, Harmonium und Droneboxen zum Einsatz kamen. Mein Fazit: Spitfire Audio hat es mal wieder geschafft, Klänge auf meine Festplatte und an mein Ohr zu bringen, die ich so noch nicht kenne und habe. Im Gegensatz zu Albion One ist Tundra kein Allrounder, sondern ein echter Spezialist. Die kurzen Artikulationen wird man selten nutzen, sondern eher die langen, die auch teilweise an Evo Grid erinnern. Beim Spielen kann man sich schnell in den Klängen verlieren und die Zeit vergessen.